zurück zum nächsten Teil unserer Wirtschaftssimulation hier. So, der Mais muss jetzt schön wachsen. Also wir sollen das Feld hier überwachen und gucken, ob dann vielleicht gedüngt werden muss oder ob wir Schädlinge haben, die wir bekämpfen müssen. Also, gucken wir, wie es weitergeht. Nach dem gleichen Schema wie bisher konntest du das Feld düngen und von Ungeziefer und Pilzen befreien. Ja, gut. So, jetzt müssen wir erstmal die Zeit laufen lassen, bis hier das Wachstum abgeschlossen ist. Jo, das scheint ein bisschen zu dauern. Das ist eigentlich ja auch logisch. In der Zeit gucken wir nochmal schnell nach unseren Kühen, wie es hier aussieht. Kuh-Details. Ja, die ist fast hier am... kriegt fast das erste Kalbe sozusagen. Ja, also jetzt beginnt hier die Wartezeit. Wir sind also bei 1% Feldwachstum im Moment. Und unsere Kühe, ja, schwängern hier vor sich hin, weil produzieren ja im Moment keine Milch. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz einfach hier die anderen beiden, drei Kühe auch besamen, dass die auch wieder ein bisschen Milch produzieren, denn das bringt uns ja das Geld, was wir brauchen. Denn wir sind ja auch jetzt schon von 250.000 auf 81.000 runter. Und der Rang Großstädter, den können wir erst ablegen, wenn wir 1 Million Euro zusammen haben. Also da müssen wir jetzt gucken. 179.000 beträgt unser Betriebsvermögen jetzt. Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier beobachten, was hier auf unserem Feld los ist. Und da tut sich jetzt im Moment noch nicht allzu viel. Deswegen drehen wir auch die Zeit jetzt nochmal ein bisschen vor. Oh, jetzt regnet es, das ist gut. Ah, Kalium geht runter und Stickstoff geht ein bisschen runter. Das heißt also langsam geht unser Gedünge runter. Nachwuchs in kleinen Kuhstall. So, wir haben jetzt ein Kalb. Da unten ist es, glaube ich. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen näher an. So. Tatsächlich, da unten ist unser erstes Kälbchen. Ja, die Maus ist ein bisschen... Ja. Da ist unser kleines Kälbchen. Wunderbar. So, jetzt gucken wir nochmal unter Kuh-Details. Die bringt jetzt also auch wieder Milch. Das ist wunderbar. Und jetzt gucken wir bei Jungtiere. Die Ina. Ja, also die verkaufen wir natürlich nicht, denn die können wir ja, wie gesagt, für die Milchzucht sozusagen oder für die Milchproduktion weiter behalten. Gut, das ist also schon mal richtig schön. Ah, die zweite ist auch schon da und jetzt Krankheit ausgebrochen im kleinen Kuhstall. So, das ist natürlich blöd. Und jetzt müssen wir natürlich hier, wenn die Krankheit ausgebrochen ist im Kuhstall, da sieht man es auch an diesem Symbol hier, da, ne, da müssen wir jetzt den Tierarzt mal rufen. So, damit ist das auch wieder erledigt sozusagen. Die Krankheit der Kühe ist also jetzt ja aus dem Kreuz. Zwei Jungtiere haben wir, die müssen natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen heranwachsen. Sollten jetzt eigentlich auch hier... Ja, mit der Maussteuerung muss ich mich doch dran gewöhnen. Ja, jetzt haben wir zwei Kälber da unten drin. Wunderbar. So, und jetzt lassen wir die Zeit noch ein bisschen vorlaufen für das Wachstum und natürlich auch hier für die Milchproduktion. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, ist, wo wir sehen können, wie viel Milch wir denn aktuell hier im im Milchtank haben oder wie voll der Milchtank ist. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich dann im Lager mal gucken. Nachwuchs, kleiner Kuhstall. Ah, die nächste ist da. Das sind jetzt also schon drei Mädels. Das heißt, die bringen uns auch alle drei dann später Milch. Jetzt schauen wir nochmal im Lager. Ah, 0,7 Tonnen Milch haben wir jetzt. Okay. Und ja, die könnten wir jetzt theoretisch schon wieder verkaufen. Wenn wir jetzt alles verkaufen, bringt uns das 548 Euro. Das machen wir einfach jetzt mal, um wieder ein bisschen Geld reinzukriegen. Ja, wunderbar, aber wir müssen jetzt immer noch schauen hier wegen unserem Feld. Ah, der Jan ist da, okay, den kann man nicht zum Stall bringen, also den schicken wir zum Schlachten. Und ja, jetzt müssen wir auch gleich im Lager gucken. Der Jens, den können wir auch gleich zum Schlachten bringen, jawohl. Denn die bringen uns natürlich in dem Sinne nichts, wenn wir, wie gesagt, die männlichen Kühe, die gehen zum Schlachten. Da wird dann Wiener Schnitzel draus gemacht. Nee, Schnitzel, doch Wiener Schnitzel, richtig. Schnitzel Wiener Art ist ja Schweinefleisch. Wiener Schnitzel ist aus Kalbfleisch. So. Das passt also. Wachstum ist bei 57%.
Sodle. Und jetzt lassen wir die Zeit noch mal ein bisschen vorlaufen. Ja, und wir sehen also auch hier links bei den Feldern, das Kalium und der Stickstoff gehen runter, Phosphor geht noch, aber da müssen wir dann nach dem Ernten auf alle Fälle auch dann nochmal nachdüngen. Milch kommt gut rein jetzt, da sind wir jetzt schon bei 1200 Kilogramm oder Litern. Die produzieren also richtig gut schon. Und das Feld ist auch gleich durch. Gehen wir jetzt nochmal auf die langsame Zeitskalierung sozusagen. So, und hier sind schon wieder welche, die wieder nichts bringen. Das heißt, die können wir eigentlich gleich schon wieder beide besamen, weil die ja keine Milch mehr bringen. Und wir gucken mal schnell, was das Kalbfleisch uns jetzt bringt. 1,37 Euro, also 1,37 Euro pro Kilo. Das heißt, das verkaufen wir jetzt schon mal. Haben wir auch wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Gucken, wie es mit den Jungtieren aussieht. Die können wir auch bald in den Stall bringen. Das heißt, die werden uns dann auch schon mal ein bisschen Milch bringen. So, dann, ja, 96%. 98%. So, und da ist der Viehtransporter, der gerade unsere zwei Jungtiere abgeholt hat. Ist übrigens ganz normal und üblich. Also ich kenne es aus Bayern auch so, dass also jede Kuh, jedes Tier also hier seinen eigenen Namen hat. Das ist also ein Gang und Gäbe. So, das Feld ist jetzt gleich fertig. Man sieht, es ist auch gewachsen. Man sieht, dass da was drauf ist. Hat sich also auch was getan. So, wir gucken nochmal schnell nach der Milch. 0,75 Euro, also 75 Cent pro Liter. Das ist richtig gut. Verkaufen wir gleich. Bringt uns nochmal richtig Geld. So, okay, dann können wir das Lager schließen, denn jetzt geht's gleich, denke ich mal, an die Ernte. Veronika, der Mais ist da. Jetzt wird's ja Zeit für die Ernten. Genau, das habe ich auch schon gedacht. Wie die Ernte abläuft, das kannst du ja denken. Du bist ja schon jetzt der Profi. Denk dran, vorher noch ein weiteres Silo zu bauen. Diesmal ein großes, um für ausreichend Lagerplatz zu sorgen, damit du auch was ernten kannst. Großes Silo platzieren. Okay. Dann schauen wir jetzt mal hier unter den Gebäuden. Gebäuden. Das war jetzt nicht richtig. Da sind die Gebäude. Großes Silo kostet 11.000. Oh, das ist jetzt nochmal ein hohes Silo. Das kann ich vielleicht gleich daneben stellen. Dann bauen wir das gleich hier nebendran. So, und ja, jetzt werden wir in der Zeit mal schnell das Feld düngen. Und dann müssen wir hier noch mieten, einen Miststreuer. Der kostet 1000 pro Tag, okay. Der kostet 80 pro Tag. Macht aber einen riesen Unterschied, ne? Oder wollen wir uns gleich einen kaufen? Wir gucken mal, ob wir vielleicht hier zum Düngen nicht... Oh, die Ernte- und Mähdrescher, der kommt dann auch gleich noch. Pflege, was haben wir denn hier alles? Güllewagen. Kleines Güllefass, okay. Anbauspritze, ja, mit denen arbeite ich ja eigentlich am liebsten. Breite 25 Meter. Der hat Breite 10 Meter. Und ein Hackstriegel haben wir auch noch. Da gucken wir erstmal, was uns dann erwartet. Kleine Sämaschine brauchen wir nicht, die haben wir. So, also gehen wir mal aus dem Düngen wieder raus. Und jetzt müssen wir aufs Ernten. Keine Einlagerung möglich. Ja, da müssen wir natürlich warten, bis jetzt unser Silo hier aufgebaut ist. Ja, der Milchtransporter kommt auch gerade. So, und nun sind wir wieder einen Schritt weiter. Ihr habt's gehört am Geräusch. Das große Silo ist platziert. Ja, das ist ein Mais-Silo mit 20.000. Das ist gut. Und da ist noch ein Mais-Silo mit 10.000. So, jetzt gucken wir nochmal auf unser Feld. Da hat sich jetzt so noch nichts getan, aber wir können jetzt ernten. So, was würde denn der Mähdrescher zur Miete kosten? 1.800 pro Tag. Ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich hier nicht noch ein bisschen umstellen kann. Legen wir das mal dahin. So, und dann kaufen wir jetzt mal noch einen Mähdrescher. Gebraucht gibt's da ja komischerweise nie was. Ein kleiner Mähdrescher, den kaufen wir jetzt noch. Ja, hat reingepasst und jetzt ist aber auch schon unsere kleine Garage fast voll. Aber dafür können wir jetzt, wie gesagt, selber hier ernten. Und ja, nehmen natürlich wieder unsere liebe Frau Fischer für die Feldarbeit.
Oh, jetzt muss ich mal was gucken. Was ist hier? Hier, der hat einen grünen Haken dran. Maschinen? Oh, da. Da müssen wir mal gucken, was damit auf sich hat. So, die braucht 4 Tage, wenn wir das mit ihr machen. Und wenn er das macht, können wir dann einen Vergleich ziehen. Ah ne, den können wir gar nicht benutzen. Das können wir nur sie benutzen, okay. 4 Tage, gut, dann ja, fahren wir los, meine Damen. Und ja, dann werden wir mal schauen jetzt, wie das sich hier ausgeht. Ich bin ja mal gespannt, wie das von der Textur ist. Aber süß mit dem Mähdrescher. Ja, ist auch schon schön hochgewachsen. Ja, und sie ratzt das Zeug alles voll. Ey, da ist was stehen lassen, Mädel. Na, die ist aber auch nicht so optimal. Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Helfer des Landwirtschaftssimulators. Die lassen auch gern mal das ein oder andere stehen. Gut, dann während das läuft, schauen wir natürlich nochmal nach unseren Kühen. Kleiner Kuhstall hier ausgewachsen, genau. So, das heißt, wir können die beiden in den Stall bringen. Das hat sich auch hier unten verändert. Jetzt haben wir hier also 7 Kühe drin. Passt wunderbar. Wir gucken nochmal auf die Kuhdetails. Hier sind schon wieder 3, die nichts bringen. Oh, ich kann nur 4 Kühe gleichzeitig besamen. 5 gehen da gar nicht. Die würde ich nämlich gern, aber das passt nicht. Nun gut. Ja, die ist natürlich erst 6 Monate alt. Mal gucken, ab welchem Alter wir dann die Kuh verkaufen müssen. Wahrscheinlich, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, besamt zu werden oder dass wir davon was haben. Gucken wir nochmal nach unserem Betriebsvermögen. Oh, Summe 16.434 im Minus. Die Übersicht in Summe, ja, ist auch noch nicht so ganz der Renner. Und mal gucken, was macht unser Rang Großstädter? 146.000. Ja, da geht's langsam auch vorwärts. So, dann geben wir nochmal ein bisschen Gas, dass sie das hier aberntet und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Sollte ja eigentlich dann in eins der beiden Silos reinkommen. In der Finanzübersicht kannst du sehen, wie es auf dem Hof so läuft. Oder auch nicht läuft. Das kommt ganz drauf an, nicht wahr? Mhm. Die Übersicht zeigt dir, wie der Verlauf für bestimmte Waren in der letzten Zeit so war. Ganz praktisch, wenn's da auch ein bisschen was mit Rechnen im Kopf hast. Rechnen? Was ist denn das? Wenn's dann einmal nicht so laufen sollte, dann kannst du bei der Bank auch einen Kredit aufnehmen. Achte aber auf den Zinssatz und die Laufzeit. Kredite sind kein Pappenstiel. Das Geld wächst dir schließlich nicht auf die Beine. Ja, das ist allerdings wahr. So, öffne den Handelsmarkt. Ist jetzt hier die nächste Mission? Ah, der Handelsmarkt. Hier wird das große Geld gemacht. Du siehst hier die Preise für die unterschiedlichen Handelsgüter. Die Preise wechseln im Laufe der Zeit. Und es kommt daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten besser oder schlechter sein, eine Ware einzulagern oder zum Verkaufen. Termingeschäfte können eine interessante Einnahmequelle sein. Du nimmst einen Auftrag an, erfüllst ihn und kassierst das Geld, indem du die geforderte Ware in der richtigen Menge am richtigen Termin ablieferst. Hier siehst du alle anstehenden Termine, die wo du einhalten musst. Okay. Obacht, wenn's am Termingeschäft nicht wie vereinbart einhalten kannst, musst du eine Konventionalstrafe zahlen. Das gleiche gilt, wenn du ein einmal vereinbartes Termingeschäft vorzeitig kündigst. Es kann aber besser sein, ein Geschäft rechtzeitig zu kündigen, als den Liefertermin nicht einzuhalten. Okay, das ist also schon richtig heftig. Das heißt, wir können jetzt hier bei den Angeboten gucken. Da sind also hier die Sachen, die gefordert sind. Hafer, Milch, Roggen, 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 Silage, Sommergerste. Mal gucken, ob wir jetzt zufällig... Nein, mit Mais haben wir natürlich nichts. So, Milch könnten wir hier was liefern. Würde sogar 1,18 Euro bringen. Das wäre ja richtig viel. Oh, die Effizienz hier ist sehr, sehr schlecht. Na gut, klar, weil die Kühe nicht viel produzieren. So, jetzt müssen wir mal im Lager gucken. Wir sollten hier gucken, ob wir 3700 Liter Milch oder Kilo Milch zusammenkriegen.
Da gucken wir mal im Lager rein. Na, da haben wir natürlich noch lange nicht ausreichend. Okay, also schauen wir erstmal in die Fähigkeiten noch rein, schnell. Ich habe mir sagen lassen, dass Weiterbildung und eine Spende hier und dort zu günstigeren Konditionen führen. Hier kannst du also insgesamt die Effizienz deines Hofes in verschiedenen Bereichen verbessern, indem du hier das eine oder andere Sümmchen investierst. Sehr gute Arbeit bis hierher. Ich habe übrigens ein wenig in den Akten gekramt und noch eine alte Steuernachzahlung gefunden, die dein Opa nicht mehr beglichen hat. Na toll. Ich schlage mal vor, dass du sie begleichst, damit der Hof schuldenfrei wird. Schulden bezahlen, verdiene 50.000 Euro. Ja, super. Okay, also da geht's natürlich weiter. Kaufpreis ist reduziert, Ertrag der Tierhaltung um 20% gesteigert, die Kosten für die Feldarbeit sind geringer, der Ausbau der Gebäude geht schneller, Anzahl der Aufträge ist erhöht, alle Fähigkeiten meiner Angestellten sind um 5% erhöht, Reparaturen kosten weniger, Kaufpreis von Fahrzeugen ist um 20% geringer. Das klingt auch gut, aber ich glaube, ich mache erstmal hier das mit den Fähigkeiten. Oh, das wird in Rot auch noch. Wow. Oh, knallrot. Jo, alle Fähigkeiten deiner Angestellten sind um 5% erhöht, kosten 10.000 Euro. Ja, das machen wir einfach mal. So, damit sollten ja die Leute ein bisschen mehr drauf haben jetzt. So, jetzt können wir sogar noch Strohballen pressen, Gülle ausfahren oder unterpflügen. Ja. Gut, also unser nächstes Ziel ist 50.000 Euro erstmal zu verdienen. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das handeln. Da haben wir noch die Josephine, die ist bald soweit. So, die produzieren jetzt noch ein bisschen Milch, aber im Moment nicht die Welt. Kühe kaufen können wir auch. Ah, shit, da klicke ich ja direkt drauf bei Kühe kaufen. Ah, ja, ja, ich dachte, da kann ich eine Kuh auswählen. Das war natürlich jetzt blöd, jetzt habe ich noch Kühe geholt. Damit ist ja jetzt der Stall schon fast voll, aber nun gut, okay, das soll uns eine Lehre sein. Gut, die Josephine nehmen wir noch mit und dann schauen wir einfach, weil wenn der Stall voll ist, bringen wir die zum Schlachter und dann ist gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem Acker machen müssen. Strohballen pressen. So, was brauchen wir da jetzt? Zum Mieten eine Ballenpresse, logischerweise. Die kostet 1600, die kostet 400 pro Tag. Aber mit den Strohballen können wir ja eigentlich auch nichts anfangen. Also das bringt uns nichts. Unterpflügen, denke mal, das können wir auf alle Fälle selber machen. Das lassen wir schon mal starten. Das kann auch hier unsere Frau Sonja Fischer mal erledigen, bitte. 7 Tage brauchst du dafür. Gut, dann Mädel, gib Gas. Und ja, wir starten gleich nochmal hier in den Speed-Modus. Dass die das Feld hier nochmal schnell pflügt. So, das ist erledigt. Wunderbar. So, jetzt gucken wir noch zu unseren Kühen. Das ist ja im Moment eine so unserer Hauptgeschichten, die hier läuft. So, Jungtiere. Ja, die ist noch nicht ganz so weit, die Josephine. Aber die schicken wir nochmal so weit vorwärts die Zeit, dass die auch ausgewachsen ist. Dann können wir die in den Stall schieben und haben jetzt alle Tiere hier. So, jetzt können wir gleich wieder besamen. Wunderbar. So, die sind soweit. Da kommt gleich der nächste Nachwuchs. Das bringt uns das nächste Geld. Wir gucken mal schnell im Lager. Wir haben jetzt 15,8 Tonnen Mais, 0,3 Tonnen Milch. So, jetzt müssen wir natürlich den Mais noch irgendwie verkaufen, aber da würde ich gerne auf dem Handelsmarkt gucken. Also Mais bringt 1,60 Euro normalerweise. Und Mais haben wir aber leider kein Angebot hier. Das ist blöd. Das heißt, wir könnten den höchstens ganz normal verkaufen. Gut, klicken wir mal auf den Mais und wir schauen. Oh, das bringt 19.000 Euro. Das machen wir. Ne? Dann haben wir gleich wieder richtig Geld in der Tasche. So, okay. Ja, dann sind wir hiermit soweit durch. Ich werde jetzt mal schauen, was wir in der nächsten Folge dann machen. Vielleicht das Feld noch düngen. Da weiß ich aber noch nicht so ganz genau, ob wir es machen oder wie auch immer. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid wieder mit dabei. Danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und sag bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.